Sorry, ich konnte mir das gerade eben nicht geben, gerade bei Pokémon. Ja. So, dann holen wir das Ganze jetzt nämlich auch mal rein. Damit wünsche ich einen wunderschönen guten Abend. Sorry, wenn ich jetzt gerade eben mal gestikulieren musste, aber bei Pokémon, ach, da kann ich immer wieder abgehen. Das sind alte Klassiker, die ich liebe. Gerade vor allem die gesamten Lieder, die wir eben hatten. Aber, und damit haben wir auch eine gute Überleitung, womit ich euch auch zum heutigen zweiten Teil des, nennen wir es, Christian außer Haus Donnerstags begrüßen möchte. Alte Klassiker, und zwar stammen ja jetzt bei mir letzte Woche noch, ja, wie soll man sagen, ich muss ich kurz mal parallel dazu gucken, stand bei mir noch letzte Woche der gute alte Trico auf der Leier. Haben wir ihn jetzt dann doch schon mal in die Rente geschickt. Und ich würde dann sagen, für heute nehmen wir uns einfach was Neues vor. Auch einen alten Klassiker. Und zwar Day of the Tentacle. Für die Leute, die es nicht kannten, oh Gott, das muss ich überlegen, das war 80er Jahre, 90er Jahre, kam das erste Maniac Mansion raus. Das war so ein Spiel, wo man in ein Haus gehen musste, als Schüler, und rausfinden muss, was da los war. Und LucasArts dachte sich dann halt, ach Gott, das fand ich so töfte, daraus machen wir ein zweites Spiel. Und dieses Mal nehmen wir nicht die verrückten Professoren als Hauptgrund, sondern Tentakel. Ihr wisst schon, diese wunderbar netten Teile, die gerade in japanischen 18 Plus Teilen Spaß machen, haben wir hier als wunderbare nette Kerlchen, zumindest einer von denen, die gerne zeigen möchten, was sie können. Und wenn es die Welt ist zu erobern. So viel auf jeden Fall von mir. Ich muss jetzt einmal ganz kurz schauen, dass ich das klein wenig vorbereite, weil ich muss jetzt genau. Und dann starten wir auch in das Spiel. Von LucasArts natürlich. Und sieht es nicht herzallerliebst aus, das Spiel? Aber ich denke mir, ich mache mal einfach einen Toilettensprung durch die Zeit und während wir uns von dem Vogel verabschieden, begrüße ich euch bei dem richtigen Day of the Tentacle bei der Remastered-Version. Die Welt erobern! Kleinigkeiten. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler-Wörn. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Das gerade eben war ein kleiner Synchrofehler. Sieh mal, Hogi, ein Hamster. Ich kann es ja nochmal starten, wenn ihr wollt. Moment. Dann tun wir einfach so, als hättet ihr das nicht gesehen und machen hier einen Cut. Und wir beginnen einfach nochmal von vorne. Also, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Spiel. Ihr seht nicht, was ihr hier sehen könnt. Blablabla. Ja, neues Spiel starten. Ich möchte nicht. Also. Willkommen beim Spiel etwas älteren Kalibers. Wir haben hier ein Spiel, was schon um die 80er, 90er Jahre ist. Und wie ihr sehen könnt, ist es doch für die Zeit ein wunderbares Spiel. Und es passt sich doch wunderbar in diese Retro-Grafik rein. Und guckt mal da, ein wunderschönes Vögelchen. Jedoch denke ich mal, den Vögel gibt es bestimmt auch schöner. Und deswegen schalten wir einfach durch, während wir uns von dem Vogel verabschieden. Ach ja, ich und der Ton. Ich habe meinen Spaß mit dem. Kleine Sache noch, weil ihr kennt ja das schon. Ich werde ab und zu gerne mal diesen Sprung machen. Einfach um so ein bisschen zu zeigen, wie das Ganze früher aussah, weil, ich glaube nicht, wie ihr hören könnt, gerade weil das Vertonen angesprochen wird von Miri. Das sieht ungesund aus. Einige Töne sind ein wenig anders und um ein bisschen den Spaß zu genießen, der es halt dieses Spiel mit sich bringt, schalte ich halt ab und zu mal durch. Ich fühle mich, als könnte ich. Als könnte ich. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler-Wörn. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Wie gesagt, dieses Ding-Dong von Hogi, unserem etwas übergewichtigen genau
das, Freund. Was ich morgen für den Sezierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für das die war einfach ein Vertonungsfehler von Seiten der Programmierer. Ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Er gehört dem verrückten Ed Edison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. PS Hilfe! Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Ach, schön. Aber ich muss wohl nochmal zurück zum Tollhaus. Und jetzt, Miri, viel Spaß einfach nur bei der Einleitung, weil das ist der Grund, warum ich sage, es ist eine durchprogrammierte Gag-Veranstaltung. Beziehungsweise ein durchprogrammierter Running Gag. Willkommen bei Day of the Tentacle. Maniac Mansion 2. Mel. Mel. Wie ihr sehen könnt, wir werden schon erwartet. Okay, wir schwärmen aus. Du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Haugi, du kümmerst dich um den ersten Stock. Und ich mache hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Und ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Wie ich Dr. Fred kenne, hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. Die Frage ist bloß, wo ist sein Geheimlabor? Genau, das ist die Steuerung. Interessanterweise, man könnte sie auch mit dem Gamepad steuern. Nein. Wir machen das ganz klassisch mit Maus und ein wenig Tastatur, wobei hauptsächlich die Maus. Interessant oder wichtig ist jetzt für Leute gerade, du Miri sagst ja, das ist, kennst du nicht das Spiel. Was wir jetzt hier gewohnt sind mit Rechts- und Linksklick und den ganzen Aufzeigeblas, sah früher in etwa so aus. Das wäre jetzt die Originalgrafik von Day of the Tentacle. Und ja, früher hatte man so ein, das man nennt es Scum-Verfahren genutzt. Und ich glaube, gerade die Älteren wissen, mit dem hier noch gut umzugehen. Man halt sagt, ich schaue mir jetzt beispielsweise den Kaugummi an. Mmh, Pfefferminz, meine Lieblingssorte. Wo man dann halt immer auswählen musste und hin und her drücken, um dann halt den Befehl auszuführen. Heutzutage hat man einfach mit einem Rechtsklick die Möglichkeiten, die es möglich machen, zu interagieren. Und ich denke mal, ach, ich schaue mir mal die gute Pflanze an. Ein gartenbaulicher Albtraum. Wissen wir ja, alle Pflanzen werden ja nicht gezüchtet, sie werden ja zusammengebaut.
Nanü? Sieht so aus, als käme es aus einem örtlichen Haushaltswarenladen. Benutze Zettel. Ach komm, nee, stopp, stopp. Wir nehmen ihn erstmal. Peach! Und dann schauen wir uns mal an. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Okay. Ich kenne ja so ein wenig das Spiel, deswegen weiß ich, was das für ein Ergebnis damit sich bringt. 1952. Nee. Es ist auf dem Tisch festgeschraubt. Ach nee, ehrlich? Ja, dann drücke mal die Klingel. Komm, nochmal. Hallo? Zimmerservice? Wohl keiner im Haus. Nun gut, nehmen wir mal den Kaugummi. Das ist ohne Papier. Ach nee, du solltest ihn nehmen. Kaugummi schließen? Ja klar. Es klebt am Boden fest. Okay. Also für uns, wir können ihn nicht nutzen. Dann schauen wir doch mal ins Büro. Mit diesem wunderbar netten Herrn, der nicht aussieht wie Donald Trump. Sieht aus, als ob Dr. Fred eine gepuderte Perücke trägt. Irgendwie hübsch. Aber ich bin froh, dass er seinen Haarverlust akzeptiert hat. Kein Problem, das kommt alles noch mit der Zeit. Das sind jetzt erstmal so diese kleinen Kleinigkeiten, die sich halt so entwickeln, aber es wird halt nach und nach. Es ist das Gesamtpaket, was einen so zum Grinsen bringt, weil einfach die komplette Fassade dessen, was man hier sieht, einfach total durch ist. Das werdet ihr, ich sag's mal, wir werden es gleich erkunden, aber wir machen jetzt quasi erstmal die Vorarbeit. Und dann beachte vor allen Dingen die kleinen Anspielungen an LucasArts. Also LucasArts ist die Spieleschmiede von Lucasfilms und was Lucasfilms gemacht hat. Das sieht man hier, mein Sohn. Und natürlich überall Kameras aufgestellt. Ganz wichtig, Kameras. Ich hoffe, es sieht niemand zu. Ich sehe auf Video so blöd aus. Das ist zu groß, um es den ganzen Tag rumzuschleppen. Oh, schade. Komm, grins doch nochmal in die Kamera. Da ist wahrscheinlich nichts Interessantes drin. Ich weiß, aber grins doch mal in die Kamera. Warum sollte ich das machen? Oh, schade. Na gut. Dann gucken wir uns mal das Schweizer Sparbuch an. Mal sehen, was da so drin ist. Dr. Fred hat nicht einen Pfennig. Er ist ja auch ein Pfennigfuchser, der alte Typ. Schauen wir mal in die Schublade. Tippex, den kann man immer brauchen. Das ist eine Flasche Korrekturflüssigkeit. Ja, die nehmen wir doch mal mit. Und wir rufen mal beim Pizzadienst an, ob wir vielleicht einen wunderschönen guten Abend, lieber Chris. Will mal beim Japanoman anrufen. Modernes Design, stabile Konstruktion, attraktiv. Alles in allem ein schönes Telefon. Ja. Telefon, Marke, Wähl, Scheibe. Ich sag jetzt nicht. Ich habe dazu jetzt keine Zeit. Ich bin auf einer Mission. Jetzt bin ich mal gespannt. Wow, aus meinem Lieblingsfilm. Ja, wie heißt denn dein Lieblingsfilm? Ich habe davon 3 Stück zu Hause. Nun gut, nun gut. Also hier gibt's nichts. Dann gucken wir doch einfach mal weiter. Schauen wir doch mal. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich die Tentakel gefunden habe. Das ist eine Einstellungssache. Dann gucken wir uns doch einfach mal diese wunderschöne Pendeluhr an. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Was kann das wohl sein? Aha, ein Geheimgang. Das ist fast schon zu einfach. Laverne, wie bist du nach oben gekommen?
oben? Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass sie uns das gesagt haben. Ja, Bernhard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Sagtest du Bernhard? Okay, ihr seid frei. Danke, Bernhard. Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, um die Welt zu erobern. Warte! Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Er ist unglaublich böse, oder? Ich versuche ihm das auszureden. Ach, welchen Schaden könnte ein verrücktes, mutiertes Tentakel schon anrichten? Was? Könnte... Verdammter Mist! Dr. Fred! Was hast du diesmal wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Purpur-Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern, um die Menschheit zu versklaven. Ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür? Dezent. Ganz sicher. Dezent. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Ab zur Zeitmaschine. Ja. Und da kommen wir jetzt zum ersten schönen Moment. Das ist deine Schuld, Bernhard. Oder was sagst du zum zweiten? Kinder, der Kron und John. Doc, kannst du Bernhard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. Es kommt zu eines der lustigsten Sachen im Spiel. So weit, so gut. Bernhard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Aber wir werden es alles erfahren. Dann? Wir werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Ich glaube, er hätte das recht getan, wenn es nicht sicher wäre. Schließlich ist er ein Doktor. Ja, beste Erklärung ever. Es funktioniert. Ich kann es nicht glauben. Ha, und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Ups. Oh, oh. Zum Thema nicht sicher, so viel, diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Was ist mit Hoagie und Laverne passiert? Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Ja, so wie gesagt, so wie zum Thema Sicherheit. Meine Anzeige ist der dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und... Anschließen? Wo soll Hoagie denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, nun, er braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Die sicherlich mindestens genauso sicher ist. Aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan?
Pläne? Wie sollen wir Hogi denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Also, was soll ich jetzt machen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Erstens, Pläne finden. Zweitens, Welt retten. Drittens, raus aus meinem Haus. Los geht's! Naja, lief ja gut. Das bedeutet für uns, wir sind jetzt also zurück in der Gegenwart. Was wie Zukunft sind wir jetzt noch nicht. Übrigens, so sah das früher aus. Vielleicht habe ich sie oben. Das ist es. Sie sind oben. Und das sind so diese wunderbaren kleinen Feinheiten, weswegen... Ah ja, das ist das Menü. Schön. Weswegen ich bei Day of the Tentacle immer wieder so schön lachen muss. Und naja, das Problem ist halt jetzt erstmal, wenn wir das bedienen, passiert halt leider... Ich will nicht noch mehr anstellen. Nicht. Ja, Bernhard, du hast wunderbaren Grütz gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Kriegst einen Keks dafür. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Genau, also müssen wir jetzt natürlich schauen, ja, wie wir das Ganze wieder rückgängig machen. Das bedeutet für uns, wir schauen uns einfach mal in diesem wunderbar durchgeknallten... Dr. Fred? Haus um. Naja. Soll Fredi Fred mal machen und wir kicken einfach mal. Ach komm, einmal durch. Ach. Oh so, der Clown. Freund eines jeden Kindes. Du schaust mich an? Schaust du mich an? Wen siehst du dann an, hä? Ich habe dich etwas gefragt. Okay, Clown, das war's. Ich hasse diesen Clown. Na, und aus welchem Film kommt es? Eine der wohl bekanntesten Filmanspielungen. Ach, stimmt. Hey, Junge, du hast die Party verpasst. Oh, schön. Sie und der Clown hatten eine Party? Quatsch. Letzte Nacht. Hier auf dem Scherzartikelkongress. Ich sage dir. Wir Scherzartikelverkäufer verstehen es, eine Party zu feiern. Und er weiß, wie man ziemlich feucht spricht. Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Don Ameche? Das ist komisch. Meine Frau sagt, ich sehe aus wie König Charles I. Möchtest du eine Zigarre? Ja, nicht nur die 121 Gigawatt-Quelle brauchen wir. Wir brauchen ja noch einen Fluxkompensator und dann, der Joker sein. Nee, das siehst du mich an. Das ist diese eine Spiegelszene, wo er sagt, ey, guckst du mich an? Guckst du mich an, Alter? Hör mal, du mich an? Jetzt gibt's gleich auf den Schnauz. Und dann kommt halt der Clown zurück. Ah. Klar, geben Sie mir eins von diesen Havanna-Babys. Du dachtest wohl, ich puste dir den Schädel weg, was? Dezent. Tja, du hattest recht. Scherzartikel sind doch was Feines. Du solltest nicht rauchen. Ist eine schlechte Angewohnheit. Ich weiß, wovon er redet, definitiv. Man sollte nicht rauchen, vor allem nicht solche Scheißdinger. Das bringt mich immer wieder zum Lachen. Ich finde das vor allen Dingen so schön, wie er das so wunderbar suspekt durchsagt. Och ja, es ist so lustig. Na dann, was hast du denn sonst noch, mein Guter? Besser nicht. Ach komm, ich will die jetzt aber mal benutzen. So lustig, wie du drauf bist, bist du echt eine Lachnummer. Vor allen Dingen im was Bett. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Wo sind denn eigentlich alle hin? Alle. Die richtig große Sause war gestern Abend. Ich denke, die anderen schlafen sich aus. Noch eine Zigarre? Tut mir leid, aber Mutti hat immer gesagt, nicht rauchen. Auch wenn sie Kette raucht, aber der Sohnemann sollte es nicht tun. Tut mir leid, meine Mutter
mir das Rauchen verboten. Wenn ich auf meine Mutter gehört hätte, wäre ich heute nicht hier. Stimmt, du wärst Senator von Wisconsin geworden. Oder South Dakota. Das sieht doch bestimmt nach etwas Besonderem aus. Was sagst du? Ekelhaft. Was ist ein Haar im Schaft? Ekelhaft. Jan furzt mit voller Kraft? Ekelhaft. Alles gut. Die Szenerie reicht schon. Man muss halt sagen, es ist allgemein so drauf ausgelegt, dass es total stumpf wirkt. Auch wenn wir jetzt so unser kleines Problem mit unseren Zähnen haben. Aber was soll's. Gucken wir einfach mal weiter. Wahrscheinlich die Klimaanlage, vermute ich. Schön, dann machen wir auf die Boot. Yay! Wahrscheinlich die Klimaanlage, vermute ich. Na, Zähnchen, Zähnchen, komm mal her. Papa. Ne, die wollen nicht. Zähne. Verdammtes Seezeug. Na gut. Sagen wir mal den Guten, ob wir mal den Zigarettenanzünder nehmen dürfen. Es sieht fast echt aus. Jaja, aber auch nur fast. Hände weg! Das ist ein ganz tolles Präzisionsgerät. Jaja, zum Feuer anzünden mindestens. Na gut. Einmal die Gabel bitte. Und oh ja, Kaffee. Och, Königreich für Kaffee. Ich glaube, ich könnte mein Auto damit einschmieren. So. Eine gute alte Mikrowelle. Der Duke. Gütezeichen Mikrowelle. Der Duke. Schön, nimm sie mit. Die fasse ich nicht an. Warum? Diese Dinger haben so ihre Schwächen. Ach komm. Noch geht's ja. Noch sind wir gut am Mann. Wir schauen einfach mal in Tür Nummer 2. Auf und rein damit. Ja, geh durch. Du sollst die Tür nicht benutzen, du alter Ferkel. Nun gut. Ich glaube, hier ist nichts. Ja, jetzt gucken wir erstmal weiter. Und damit einen wunderschönen guten Abend, lieber Kermit. Und falls sich jemand im Chat übersehen haben sollte, möchte ich mich dafür entschuldigen. Und möchte auch diesen... grüßen. Na, ist wir jetzt durch? Sekunde. Besser nicht. Ach, schade. Okay. Ach, geht doch. Das ist halt das einzige Schade an dem ganzen Punkt, weil das Spiel ist halt echt auf Scum ausgelegt und ach, manchmal spinnt es halt auch ein wenig. Na gut. Trocknen müssen wir hier noch gar nicht. Aber vielleicht ist es im Schrank drin. Guck mal. Oh, Trichter sind immer gut. Oder Bernhard, was hast du dazu? Es ist ein Trichter. Nein! Ernsthaft! Dann nimm mal mit. Könnte man noch gebrauchen. Oh. Waschmaschine, Trockner. Ach nö. Nix, was wir jetzt brauchen. Und jetzt geht der nächste Gag los, was so das Schöne am Spiel ist. The Sunday Times berichtet, Kühe wurden umgeworfen. Keiner weiß warum. Alte Kuhschubser wieder. Aber gucken wir erstmal weiter, was es sonst noch so Schönes gibt. Nee, die Zähne wollen ja nicht. Die haben es ja eher faustdick in den Ohren oder hinter dem Klappern. Also spielen wir eine Runde Weihnachtsmann rückwärts und... Schlagzeilen aus Kilians Kaff Kühe umgeworfen. Eine Kurbel. Kann man immer gebrauchen. Oder Bernie, was sagst du?
Ist der Eckel schon stone? Ein Hebel, der an einer Welle angebracht ist, die Bewegung und Drehmoment überträgt. Du kannst mit dem den kurbeln, gell? Mach mal auf hier. Geht nicht, das klemmt. Dann nutze mal deine Muckis. Ah ne, du bist ja Streber. Entschuldigung. Das ist schon auf. Ja, dann rein mit dir. Nicht viel zu sehen. Junge, jetzt rein. Geht doch. Und ich würde sagen, ich lege mich jetzt mal ins Bett und wünsche eine gute Nacht. Ich will mich nicht überanstrengen. Keine Zeit dafür. Ich rette die Welt vor Purpur-Tentakel. Wenn du meinst. Haben wir noch eigentlich was anderes hier? Nö. Na gut. Dann gehen wir einfach mal weiter und erfreuen uns an der Tür. Wo wir in einen Raum voller Seziersachen kommen. Nett, nett, nett. Nun gut, weiter im Text. Sie ist geschlossen. Das ist auch wieder schön. Sie ist geschlossen. Wie kommst du rein? Sie ist geschlossen. Du musst sie ja vorher aufmachen. Erst dann kann man durch. Rechts oder links? Rechts oder links? Ich weiß, was hinter den Türen ist. Das ist ja das Schöne. Ach, ich glaube, ich nehme erstmal die. Den Spaß machen wir uns. Auf die Bude. Und hallo. Hallo. Hallo, Schwester. Entschuldigung. Was ist? Ich habe... Sag mal, bist du nicht Bernard Bernoulli? Oh. Wir hatten doch vorhin die guten alten Monkey Island Sachen. Einen kleinen Gruß an alle Fans der Serie. Nein, mein Name ist Freeboot. Netter Versuch, aber ich vergesse nie ein Gesicht. Du bist vor ein paar Jahren in unser Motel eingebrochen, um deinen Freund zu retten. Warum bist du diesmal gekommen? Ich möchte wieder einen Freund retten. Ich versuche, einen Tentakel vor der Diktatur abzuhalten. Tut mir leid, leider zu spät. Donald Trump ist schon da. Ich bin hier, um Ihren Videorekorder zu reparieren. Videorekorder haben wir leider nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch DVDs. Das ist ein Geheimnis und ich darf es nicht verraten. Hilft bei der NSA auch nicht mehr. Ich gehe besser. Ach komm, reparieren wir erstmal den Videorekorder. Ich bin hier, um Ihren Videorekorder zu reparieren. Mein Rekorder ist nicht kaputt. Lass deine Finger davon. So, erstmal kurz was zu trinken. Boah. Hilfe. Okay. Ich habe natürlich nur ihre Statue bewundert. Ich habe gerade die Statue bewundert. Dankeschön. Sie gehört seit der Gründerzeit zur Edison-Familie. Einer von Freds Vorfahren machte sie. Die haben nicht zufällig Pläne für eine Superbatterie gesehen, oder? Ich weiß schon, diese, die extra viel Blitzel-Blitzel-Bing-Bing macht. Sie haben nicht zufällig Pläne für eine Superbatterie rumliegen sehen, oder? Superbatterie, Fred hat vielleicht so etwas. Er weiß es doch selber nicht, der alte Honks. Fred hat mir gesagt, ich soll ihn finden. Oh. Wie geht es eigentlich dem alten Doc Freddy? Wie geht es Dr. Fred? Nun, er ist immer noch besorgt über die finanzielle Situation. Er glaubt, es wäre alles sein Fehler, aber es scheint besser zu sein, seitdem er nicht mehr schlafwandelt. Nanü? Wieso hat er so finanzielle Probleme? Wie hat er die Finanzen ruiniert? Ja, eigentlich sollten wir Millionen mit dem Computerspiel verdienen, das sie über uns gemacht haben. Aber dieses Genie hatte den Vertrag im Safe eingeschlossen und dann die Kombination vergessen. Okay. Ich verstehe. Aber was ist eigentlich so schlimm daran am Schlafwandeln? Ich meine, es ist jetzt nicht so, als wenn er irgendwelche Leute umbringt.
falsche Leute wählt oder noch schlimmer, irgendwelche Livestreams veranstaltet. Also, was ist das Problem am Schlafwandeln? Was ist so schlimm am Schlafwandeln? Normalerweise nichts, aber wenn Fred schlafwandelt, erinnert er sich an die Kombination vom Safe. Er ist dann im Büro, öffnet ihn, schreit wie eine Katze im Ofen und wirft ihn wieder zu. Irgendwas da drin macht ihm ziemlichen Kummer. Leider war ich nie schnell genug, die Kombination zu sehen, weil er so schnell ist. Das könnte uns vielleicht noch nützlich sein. Nützlich, Entschuldigung. Jedoch, wie hat er es denn eigentlich geschafft, mit dem Schlafwandeln aufzuhören, der gute alte Freddy? Komm, hau mal her, wie hat Freddy Wong geschafft, dass unser Freddy Krüger nicht mehr erscheint? Wie hat er es geschafft, mit Schlafwandeln aufzuhören? Er hat mit dem Schlafen aufgehört. Fred trinkt eine Menge Kaffee. Ich trinke nur entkoffeinierten. Kaffee. Am besten hier. Direkt in die Vene rein. Das hilft am besten. Kaffee. Ah. Ziemlich gute Ausrüstung haben Sie hier. Ja, das Überwachungssystem ist das Beste im ganzen Staat. Mindestens. Oh Gott, der Technik-Nerd. Chris wird jetzt gleich verstehen, was Bernard hier sich gerade einen abzieht. Denn... Ist das eine Plexus 7000? Ist das ein Plexus 7000 Videorekorder? Na klar, mit einem Doppel-Kobalt-Geschwindigkeitsmotor. Nicht anfassen! Wenn man überlegt, früher haben sie einfach nur vor- und zurückgespult. Hier muss ja ein Doppel-Kobalt-Motor drin sein. Warum auch immer, aber es muss drin sein. Nein, kein normaler Doppel-Kobalt. Es geht nicht um Kobalt. Sein, es ist ein Kobalt. Sind das xenophobe Kristallmatrix-Monitore? Das sind sie bestimmt. Die sind so klar. Man kann sogar die Fliegen an den Wänden sehen. Nicht anfassen. Man sagt dazu auch Auflösung. Medizinisches Koffein, okay? Ich kenne das Zeug. Ich habe es auch mal probiert mit Koffein, aber mich hat es ein bisschen umgenietet. Also nicht schlecht. Wobei, wenn man kann froh sein, wenn man es nicht braucht. Dann ist man so. Wir einigen uns drauf. Ist es gut, wenn man es nicht nehmen muss. Aber was mich jetzt als ersten fragt ist, darf ich mal damit ein bisschen spielen? Könnte ich wohl ein bisschen damit spielen? Auf keinen Fall. Okay, ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Komm zurück, wann immer du willst. Okay, die Tatsache, dass du es nasal nehmen musst, das macht mir ein wenig Angst. Aber weißt du, was jetzt am schönsten ist? Ach komm. Einen kleinen Gag zeige ich euch schon mal vorab. Hey, Schrulle! Weißt du, was das Schönste ist? Du kannst mich am Arsch lecken. Mensch, sie sieht noch schlechter als vor 5 Jahren aus. Ja, dann komm, pack sie in die Kiste. Moment. Ich kann... Ja komm, öffne sie mal. So richtig schön in die wunderbarsten Tiefen der Geheimnisse. Kündnisse. Bad. Ach komm. Zieh sie nochmal zu dir. Sie vielleicht falsch verstehen. Warum? Jetzt auf mit der Bude, komm. Sie ist schon weit geöffnet. Das glaube ich dir gerne, dann mach zu. Das ist nicht möglich. Was man darunter nur verstehen kann, ihr Ferkel. Egal, schieß weg, die Olle. Hau weg, die Scheiße. Ach, ein Träumchen. Hi, Eulibert, was kannst denn du alles? Sieht aus wie mein Physikprofessor im 2. Schuljahr. Ist er zufällig Eulibert? Ach, was haben wir hier Feines? Da steht, Edna, danke, dass du mir das Fieber gabst. Edna, danke. Und nein, es ist nicht aus Edna bricht aus, versprochen. Aber, keine Ahnung. Na nü? Also.
zum Schluss noch die wunderbaren... Was für ein Mann. Keine Scherze, mein Lieber. Da gucken... Guckt euch das an. Da gucken aber beide wie gespannt drauf. Nun denn, die Statue machen wir zum späteren Zeitpunkt. Schauen wir doch erstmal in Tor Nummer 2. Hallöchen, Popöchen. Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja, nun, ich... Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli, Bernard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Da läutet nicht, aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Also ich kann jeden wirklich nur empfehlen, mal Maniac Mansion anzuspielen, also den ersten Teil. Ja, das war ein ziemlicher Militärfatzke, der Typ. Also hast du die Militärsache auch aufgegeben? Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Das ist doch super. Ich sammle jetzt Briefmarken. Super, wenn es dir wunderbar geht, das ist doch perfekt, so muss es sein. Das ist eine nette Sammlung, die du da hast. Kann ich die haben? Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Ich meine, nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, sie sind meine einzigen Freunde. Ach, hier nie. Naja. Süßer Hamster hast du da. Wie heißt er denn? Hamtaro? Kann er Kunststückchen? Kann er weglaufen und die Welt Süßer retten? Hamster. Kann er Kunststückchen? Nein, es ist einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber... Irgendetwas... passierte mit ihm. Vor allem, man beachte, er sitzt nur da. Naja, es ist doch so, New York Times lesen für einen Hamster ist ja normal. Wenn er Kunststückchen kann, wie ein Salto, das ist ja was Besonderes. Aber New York Times lesen, sowas. Oder Washington Post. Die Zeit. Langweilig. Aber okay, wenn der andere so schön war, was ist denn aus dem Alten geworden? Was ist aus dem alten Hamster geworden? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz und dieses schreckliche Geräusch. Übrigens nochmal als kleine Retrospektive. So sieht das Ganze im Frühjahr aus. Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Nun, manchmal benutzt er den im Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt er und wird nass. Und dann wird ihm kalt und er weigert sich zu arbeiten. Dein Vater oder der Hamster? Machst du dich über mich lustig? Nein, ich... Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Ich meinte ja nur... Oh, es macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... ausbannen. Ich will ausbannen. Ist schon okay, ich habe ja meine Briefmarken. Hast du auch deine Pillen, die gegen diese innere Wut helfen? Es wäre auf jeden Fall eine gute Sache, wenn du sie nimmst. Aus Erfahrung. Sind alle deine Hobbys so interessant? Ich habe keine anderen Hobbys. Briefmarken sind mein ganzes Leben. Wenn ihm mal etwas passiert... Keine mehr? Kein Fußball? Tanzen, Ballett? Thermonukleare Massenvernichtungswaffen? Nix? Nur Briefmarken? Okay, viel Spaß dann. Wie geht's euch eigentlich so? Wie geht's euch so? Papa ist im Keller und experimentiert. Mama ist nebenan und beobachtet eine Hochzeitsnacht. Ted ist im Garten. Hält er einen Bowlingkugelhalter? Eigentlich ist es ein Vogelbad, aber was du sagst, klingt besser. Wir haben noch einen der bekloppten Runde hier, na denn? Guck mir jetzt erstmal. Achso, ja, was war das eigentlich für ein Geräusch? Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding!
Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Könnte Windows 98 gewesen sein, was du gehört hast. Ist auch eine Katastrophe, aber nicht die gleiche, wie du vielleicht durchgenommen hast. Aber wie gesagt, Ding, könnte Windows gewesen sein. Und Miri, ich kenne mir die Knet, es geht. Naja, ich würde sagen, Ed, ist soll gut, alte Hütte. Mach mal deine Briefmarken weiter, alter Kasten, wir sind dann mal weg. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Friede sei mit dir. Live long and prosper. Nee, live long and prosper. Jo, Brüder, gestorben. Ja, jetzt sind wir also im Zimmer vom alten Eddie. Und bin ich mal gespannt. Hallo Computer. Hallo kleiner Computer, ich respektiere dich, obwohl du nur 64K Speicher hast. Wichtiger ist mir jetzt. Nein! Wahnsinn. Ernsthaft? Props an die Entwickler. Moment. Die haben's drinnen gelassen. Ja, ja! Alter! Oh, es sieht aus wie, wie dieses alte... Oh, oh. Ich bin sicher, ich sah sie hier. Komm, gehen wir rein und holen sie da raus. Aber es könnte richtig gefährlich sein. Wenn jemand irgendwann zurückgehen möchte... Okay, ich bin weg. Ey, sei kein Feigling. Komm her. Es ist Sandy, über die wir reden. Okay. Nee. Das machen wir danach. Zur Info. Das war ein Easter Egg. Welches im allererst, also das ist jetzt das ursprüngliche Maniac Mansion, was mir jetzt hier spielen könnte. Und es war bei Day of the Tentacle schon ein kleines Easter Egg, dass sie dieses erste Erstlingswerk schon reingepackt haben. Und ich fand das jetzt gerade. Ja, Scum. Ich hab's mal gewusst. Keine Ahnung. Ist mir jetzt gerade auch, ich bin gerade baff. Sie haben es mit eingebaut, der Klassiker. Sie haben es zwar leider nicht übersetzt, aber ach, scheiß drauf. Ich hab's mal gewusst, Chris. Wenn du klug scheißen möchtest, bitteschön. Ich verdau mal eben kurz das. Ja, ich glaube, es war irgendwie diese... Oh, was war Script Creation Utility for Maniac Mansion? Kann das sein? Irgendwie sowas in die Richtung? Er hat's genau parallel. Genau, das ist auf jeden Fall jetzt Maniac Mansion. Ach, geil. Sie haben es eingebaut. Ein Träumchen. Ich glaube, ich muss mir danach zu operativ das Grinsen entfernen lassen. Mir scheißegal, ich find's geil. Ja, Script Creation Utility, wie gesagt. Ich wusste es nicht hundertprozentig. Ja, auf jeden Fall, das hat sie mit drin. Ist das geil. Ach, Träumchen. Kann ich ihn jetzt einfach so nehmen? Na nü? Script Creation. Ah ja, stimmt. Das war eigentlich... Früher ging Adventure so.
gehe auf den hin. Oder ich gebe ein, dass ich zu dem hingehe. Genau, Scrum vor allem. Also, ich sag's mal so. Ich muss mal jetzt mal so. Das, ihr, der Chat, wärt jetzt quasi die Eingabe-Utility. Und das Spiel ist jetzt zwar minimiert, aber ja. Das heißt, ich würde jetzt eingeben, beispielsweise, um dass ich... Moment, jetzt muss ich mal kurz... Um dass ich mit Ed rede, müsste ich jetzt manuell eingeben mit... Also rede mit Ed. So, das heißt, ich müsste es so, wie es jetzt im Chat steht, eingeben. Dann würde der Befehl ankommen. Und ich würde... Moment, ich schalte das mal um. Da seht ihr das am besten. Und ich würde... er würde jetzt anfangen, mit ihm zu reden. So. Und dann müsste ich die jeweiligen Fragen und Möglichkeiten immer wieder eintippen, wie... verabschiede dich von Ed Edison. Und dann würde das dann... Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Triggern. Tschüss. Und... Viel sei mit dir. Ja, live long and prosper, oder? Live long and prosper. Und Scrum ist am Endeffekt nichts anderes. Genau, wie Chris schon sagt. Das ist alles Scrum. Ja, Text Adventure, genau. Oder auch die alten Vorgänger halt. Alles, wo auch ein bisschen Grafik war, wo was aufgetaucht ist, du musst es immer eingeben. Und Scrum ist am Endeffekt nichts anderes als, ach ja, schau dich mal um, benutze A mit B, nimm Hamster in Kaffee. Matt? Stimmt, Kaffee. Nein. Ich glaube, der Hamster will weinen. Nein. Okay. Genau. Rührschüssel mit Kopf. Benutze Griff mit Hirn. Oh, leider beides nicht kompatibel. Ja, wie auch immer. Oh, Nanü? Die Sunday Times. Fruit-Fruit-Markt gestohlen. Runde Abdrücke hinterlassen. Das ist wichtig, wenn man jetzt Speedrun, das ist das, was Jan auch erklärt hat, würde man all diese Nachrichten, die jetzt einploppen nach und nach, komplett verpassen. Das ist auch nochmal so ein Punkt, der mir jetzt gerade, oder der uns gerade so richtig schön auffällt. Aber gehen wir erstmal weiter. Und so Topf. Topf in Kanone. Soll? RF. Tür. Geh mal erstmal in Tür Nummer F. F wie Frauen oder Frank. Privat. Privat? Na denn, auf mit der Bude. Grün. Bernhard. Was machst du hier oben? Tja, ich konnte Purpur nicht stoppen und er ist losgezogen, die Welt zu erobern. Ich habe Angst vor dem, was er mit mir macht, wenn er mich findet. Beantwortet das deine Frage? Dezent. Ja. Hey. Was gibt's, Bernhard? Du hast nicht zufällig die Pläne für Freds Superbatterie gesehen. Weißt schon, diese Batterie mit extra viel Bitzel und einen großen Plong und viel Piu. Nein. F für Fehler, für... Nee, nicht für fehlerhaft. F für flach. Brüstig. Und R für rattig-rollig. Also, wo sind die Superbatteriepläne? Alter, raus mit der Sprache. Du hast Dr. Freds Pläne für die Superbatterie nicht gesehen, oder? Nein, nur diese Pläne zur Weltübernahme von Purpur. Die Ach, Pläne von Fred sind wahrscheinlich in seinem Labor oder Büro. Okay, was macht Purpur jetzt? Ich meine, er wird doch nicht einfach so rumsauknapfen, oder? Die alte Napfsülze. Was glaubst du, was Purpur jetzt macht? Nun, er will die Welt übernehmen. Also denke ich mal, er wird etwas Gemeines anstellen. Was ist wohl das Böseste von der Sache? Macht er Genexperimente mit kleinen Schmusetierchen? Am Tau.
erfindet er einen Verkleinerungsstrahlen. Liebling, ich glaube, ich habe die Kinder geschrumpft. Wer die Serie noch kennt, oh Gott, die ist auch alt. Oder schmeißt der alte Frauen die Treppe runter. Was könnte man wohl tippen? Und, nee, Miri, früher konnte man das wirklich noch so rausbringen. Das ist ja das Lustige an der Sache. Früher konnte man solche Gags auch noch ziehen, ohne dass man dafür gleich einen auf den Deckel bekommt. Aber was könnte man jetzt nehmen? Ach komm, ich lieb Hunde, also werden die Schmusetiere hier mal geköpft. Macht er Genexperimente mit kleinen Schmusetieren? Ich will es nicht beschwören, aber ich dachte da mehr an etwas Politisches. Politik? Das ist immer böse. Aber, hey, willst du mir nicht vorhelfen, die Welt retten? Ich meine, du bist ein Saugnapf auf Saugnäpfen. Da kannst du sicherlich vieles saugnapfen. Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Ich habe Angst, den Raum zu verlassen. Ich glaube sogar, dass ich mich nicht vom Fleck rühren kann. Purpur macht mir höllische Angst. Du bist also vor Schreck festgeklebt oder fest angesaugt, alte Napfsülze. Nun gut, wie macht's eigentlich mit deiner neuen Band? Wie geht es deiner neuen Band? Grüntee und die Sushi-Teigs? Wir machen uns gut. Wir haben uns entschieden, die Qualität unserer Band zu verbessern. Aha. Was macht er so? Berauschende Drei-Ton-Stimmharmonien? Provokative, lyrische Inhalte? Sorgfältig zusammengesetzte Melodien und klare Aussage? Komm, hau mal raus, was sind's denn? Hä? Wirklich? Was für eine Qualität ist das? Komm, gib's mal. Lautstärke, Mann, Lautstärke. Wir müssen das ändern, um eine Chance auf ein Grimmi zu haben. Wir nehmen die Pausen raus. Wir brauchen ein Grimmi, wenn man den Grimmi hat. Für die lauteste Musik, die es gibt. Richtig schön fett aufgedrehter Bass. Dass einen die Zahnplomben rausfliegen und in einen die... Nein, das wollt ihr nicht wissen. Aha, okay. Sag mal, braucht ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Ich kenne da einen. Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Ja, aber wir haben uns dann für einen Typen entschlossen, der Elektrowerkzeuge spielt. Dadurch kriegen wir mehr Sound. Will mir das bildlich vorstellen. Elektrowerkzeug, was spielt er denn so? Bohrmaschine? Oh nee. Arbeitet ihr an einem Album? Ja, wir machen eine CD. Rap auf der Stirn. Da sind ein paar Stücke in der Anlage, wenn du sie hören willst. Okay, können wir gleich mal reinschmeißen. Schon mal im Radio gewesen? Nein, fürs Radio sind wir etwas zu unkonventionell. Aber wir haben viele Fans in der Szene. Großartig. Jupp. Jupp. Oh ja. Wozu hast du die Kiste? Seit wann hast du eine Katze? Macht das alles Sinn, was hier läuft? Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Katze. Frag nicht. Ratschekassen. Oh nee. Aber das ist doch kein Elektrowerkzeug. Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Oh, das ist ganz einfach. Wieder rauszukommen ist viel schwieriger. Plump, plump. Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Nein, Purpur hat sie hergebracht, nachdem er Arme bekam. Er war aber ziemlich enttäuscht, weil er keine Finger hat. Oh, Man sieht sich, Grün. Ja, viel Glück beim Weltretten, B-Man. Ja, mit den Lötkolben, genau. Psch, 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 psch. Mit der Lötkurbel. Na denn, hau mal rein, die Anlage. Ach stimmt, Moment. Vorher auch noch eine kleine Sache. Ganz wichtig. Klatsch. Und Anlage an. Bin ich mal gespannt. Wow, das ist laut. Nanü? Schauen wir uns mal das Mauseloch an! Es ist
ziemlich klein. Wie könnte ich das nicht machen? Schade. Dann nehmen Sie mal mit! Das ist zu schwer für mich alleine. Oh. Übrigens, noch kleine Star Wars an. Alter, zappelt das Bild. Kleine Star Wars-Anspielung, die zweite. So, kurz geguckt und wir haben alles. Dann raus. Raus mit uns! Ich finde das cool, dass die Musik auch noch bleibt. Es ist sinnlos. Niemand wird sich hier für mein Design interessieren. Also werde ich meine Karriere hier in diesem schäbigen Hotel beenden. Wie angemessen. Nicht mal das kann ich richtig machen. Oh, mi. Kriegt er bestimmt nicht mit. Es scheint nicht aufzugehen. Ach, schade. Okay, ich soll das doch mal ausmachen. Weil er ist viel zu laut. Hui. Ja, der hat nicht mal Lautstärke. Da hat das Becken nur geschäbert wie die Wäschestelle. Oder das Becken von Oma Lotta hat gescheppert. Da hatte sie die letzte Arthritis noch rausgescholzt. Geschossen. Oh. Ah, Moment. Ich lasse euch einfach mal dieses Lied gerade eben. Hier, das führt die ab wie Luzi. Ich werde mal jetzt den, das Gespräch mit dem jetzt so machen, einfach um die Musik zu genießen. Hallo, ich bin Bernhard. Wer bist du? Hallo, ich bin Bernhard. Wer bist du? Dwayne. Deprimierend, oder? Depri-Dwayne? Oh. Ich kenne einen Dwayne Johnson. Kannst du ihn vielleicht imitieren? Nein? Okay, dann gib mal her die Pläne für die Superbatterie. Ich habe gehört, du hast sie. Sind hier zufällig irgendwo Pläne für eine Superbatterie? Superbatterie? Das hört sich noch schlechter an als meine Ideen. Oh. Nun denn, was denn los? Du siehst deprimiert aus. Puh, du siehst deprimiert aus. Was hat dich darauf gebracht, Schlaumeier? Keine Ahnung, aber die Pistole war ein Knüller. Die Pistole war ein richtiger Knüller. Ich habe eine Krise. Kummer ohne Ende. Ich bin ein Neuheitendesigner. Ich hatte ein paar gute Ideen. Der explodierende Lutscher, juckende Schwarzpulver, umgedrehte 3D-Gläser und vieles mehr. Das Problem ist, niemand Och, mag bleib doch. Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert's. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal nur. Komm, Chris, bleib ruhig da. Glaub mir, das ist gut. Schlechter Humor passt hier wunderbar rein. Siehst ja, selbst der schlechteste Neuheitendesigner, wie man sich heutzutage nennt, kann ein wenig ein Schmunzeln zaubern. Deswegen, wenn du da bist, haben wir noch zwei dazu. Nee, ich hab Hunger. Ich komm wieder. I'll be back. Okay, Christian Schwarzenegger, bis gleich, wenn du back. Ich mag deine Designideen. Ich mag deine Designideen. Nun, ich meinte nicht dich. Oh. Ich komme mir gerade vor, wie als wenn ich bei Deponia bin. Na ja, gut, vielleicht kann ich dich aber aufheitern. Kann ich dich aufheitern. Oh, ich kann es kaum erwarten. Warum pfeifst du nicht einfach ein lustiges Liedchen? Warum pfeifst du nicht einfach ein lustiges Lied? Ich habe eine Pfeife erfunden, die Lippen grün färbt. Niemand mochte sie. Ich fand sie cool. Gymnastik? Vielleicht hilft etwas Gymnastik. Als ich das letzte Mal Gymnastik machte, habe ich meine Milz verrenkt. Passiert, die renkt sich auch wieder aus. Guck mal, mach einfach Gymnastik rückwärts.
Das wäre dann Krüt-Kühl-Kühl-Kühler-Maktüs. Hilf bestimmt. Lass uns über Philosophie reden. Etwas wie Feld. Gut, hier ist meine Philosophie. Das Leben ist komplett sinnlos, speziell meins. Enter es? Also ändern, nicht entern? Du alter Pirat, du! Hallo, mein Name ist Kaipas Tibris und ich bin der beschissenste Pirat aller Zeiten und doch bin ich Captain meines eigenen Schiffs. Nimm dir Beispiel an ihn, du Öller. Weißt du, Nietzsche würde dazu einiges sagen. Nietzsche wüsste bestimmt einiges dazu zu sagen. Wen kümmert's? Philosophen sind alle Versager, die es nicht geschafft haben, so wie ich. Na gut. Aber die Musik, und das ist der kleine Gag an der Sache, die Musik, die ist gut. Nette Musik spielen Sie hier, oder? Es ist aus der Fahrstuhl-Klassik-Serie. Es scheint so, als ob dieses Lied den ganzen Tag läuft. Ich war noch nie so deprimiert. Dann eben nicht. Und das ist so der Running Gag, finde ich, für jede Background-Musik. Wenn einem das plötzlich wirklich auffällt, wie man wie bei Deadpool sagt, Junge, die ganze Zeit das Gedudel, als wenn es kein Ende für den Teil gibt. Sag mal, jetzt noch? Und das finde ich einfach immer wieder so lustig, weil das ist so wieder dieser vierte Wanddurchbruch. Träumchen. Vielleicht kann ich hier die Schatzpistole nehmen. Da komme ich von hier nicht dran. Oder auch nicht. Moment, vielleicht kann ich... Moment, ich habe doch... Nutzer Hamster mit Mauseloch. Nein. Wieso? Ey komm, der Hamster, er ist klein. Nein. Na gut. Okay. Nur eine kleine Sache, weil... Leitung 3 hatte wieder Probleme. Ich bin ein Versager. Den lassen wir mal noch ein bisschen versagen. Und, Moment, Geld? Wir hatten noch Geld, wir hatten doch... Besser nicht. Ey, Junge, ich will ein Bonbon. Besser nicht. Was hast du denn sonst noch Bis so? Bis auf diese Schinkendrops habe ich alles, was ich daraus haben wollte. Okay. In diesem fluoreszierenden Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Ich will keine Bonbons. Piep. Gut, gucken wir mal weiter. Moment. Wie gesagt, bei manchen Sachen weiß ich einfach, was passiert und deswegen... Tut mir leid, dass ich dir das antun muss, aber es ist zum Wohl des ganzen Planeten. Na, kleiner Freund, wie geht's dir? Er sieht ziemlich böse aus. Dann hol ihn wieder raus. Besser nicht, er sieht böse aus. Ja. Dann würde ich sagen, packen wir noch einen Stiel hinterher. Dann haben wir Hamster am Stiel. Moment, ich habe noch eine Gabel. Hamster am Stiel? Besser nicht. Na gut. Also kein Hamster am Stiel. Gehen wir erstmal weiter. Sexy! Hallo Schnitsche! Na, willst du erstmal den Fernseher haben? Ja. Dieser schöne 4000-karätige Diamant kann schon heute Ihnen gehören für den Wahnsinnspreis von 2 Millionen Dollar. Die Telefonnummer lautet 1800 Star Wars. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance. Ernsthaft? 1800 Star Wars. Na gut. Übrigens, Star Wars-Anspielung, Part 3. Moment, massagefähiger Zahlenschlitz? Nö, wohl nicht. Moment, wir haben aber auch einen Euro. Hier, hast du meine Mark? Klar, hier. Bad. Nun gut. Hey Freundchen, wie geht's dir, alte Hütte?
Na, lange Nacht lange gehabt? Nacht gehabt? Ich versuche die Welt vor einem Tentakel zu retten. Warum sollte ich New Game machen? Hä? Sie haben nicht zufällig irgendwo Pläne für eine Superbatterie gesehen, oder? Sie haben nicht zufällig die Pläne für eine Superbatterie gesehen, oder? Nö, ich glaube nicht. Was ist mit dem Typ nebenan? Vielleicht macht ihn das Bild der pokerspielenden Hunde in seinem Raum glücklich. Vielleicht möchte er ja theoretische Wertigkeiten diskutieren. Naja, auf jeden Fall. Gucken wir erstmal weiter. Die Kühnchen, die Kühnchen. Okay, machen wir erstmal vernünftig weiter. Wie gesagt, wir gucken natürlich auch viele Sachen nach, einfach um den Gag halt mit zu ziehen, aber gut, selbst wenn manche muss ich halt auch mal ein bisschen gucken. Oh ja. Jetzt kommen die Schnarchwitze. Er lebt in Kalifornien, bis er zur Erdbebengefahr erklärt wurde. Netter Raum, den Sie hier haben. Wo auf der Welt kann man Möbel in der Farbe kaufen? Tja, danke, Sie waren sehr hilfsbereit. Wir werden das standardmäßig durchspielen. Also, ich muss selbst überlegen, wo manche Sachen waren. Übrigens, kleiner Witz noch. NSA, wo sie noch nicht so berüchtigt waren. Guckt mal hier. Hallo da oben. Nun denn, weiter im Text. Tentakel hilft Smaragd zurück. Sandy Drimes Bürgermeister gradiert Purpurheld. Nun denn, gehen wir mal weiter. lecker, Plastikkotze. Und noch eine Sache, die wir jetzt gleich mal machen können. Gehst du wieder hoch? Die wir noch machen können, parallel. Die Pläne. Na nü? Wo ist denn der jetzt hingegeistert? Nun gut. Nun, wo ist Dr. Fred? Zumindest nicht da. Stimmt. Eine weitere Sache, die wir jetzt tun können schon mal. Das hier ist sogenannte Zaubertinte. Nett. Die ist nett. Wollen wir einfach mal ihn so ein bisschen ärgern? Ich meine, er wird schon nicht gleich durchdrehen oder so. Hey, möchtest du einen Trick sehen? Sicher. Toll, oder? Meine Pony-Express-Briefmarken. Du hast meine Pony-Express-Marken ruiniert und 5 Jahre Therapie. Raus aus meinem Zimmer. Ui, was für ein Klotz. Er sollte etwas gegen diese... negativen Gefühle tun. Wie die nur entstehen können. Aber Moment, was ist das für eine nette Briefmarke? Eine 1778 Pony Express Briefmarke. Nicht unbedingt wertvoll, aber unbenutzt. Nein, gar nicht. Meine 1778? Nun gut, aber was zu lesen. Rauf hier! Ich dachte, du wolltest deine Briefmarkensammlung wieder weg mit dir haben. Hey! Der Fleck ist wieder weg. Ich glaube, ich kann dir verzeihen.
Ach. Manchmal mache ich komische Sachen und weiß nicht mal warum. Als ob mein Körper von einem perversen, sadistischen Puppenspieler gesteuert würde. Tja, wir alle haben manchmal dieses Gefühl. Und ich weiß nicht, woher dieses Gefühl kommt. Also, dieser perverse Puppenspieler, warum er das sein kann. Ich fasse es nicht. Dieser arme Junge, der hatte so viel im Leben durchgemacht und du und dieser perverse Puppenspieler. Da hat er sogar recht. Ja, ich weiß es nicht. Es ist traurig, dieser perverse Puppenspieler. Er sollte weggesperrt werden für immer. Tinte, einfach auf das Album dieses armen Jungen, der so viel durchgemacht hat in seinem Leben. Ja, sadistisch. Auch satanisch. Fies. Bösartig. Immer weiter. Und der alte Eddie ist immer noch nicht hier. Vom Teufel besessen. Mindestens der Teufel. Oder noch schlimmer. Ashton Kutcher. Zumindest kommen wir hier nicht weit. Also schauen wir erstmal ein wenig rum und ich habe so gehört, wir können auch nochmal rausgehen zu Ted. Hi Ted, alte Hütte, wie geht's dir? Hey Ted. Gespräche ich wie immer, was Ted? Junge, ich hab dich seit 5 Jahren nicht gesehen. Vom Justin Bieber besessen, noch schlimmer. Oder noch besser, von Charlie Sheen besessen. Mit Tigerblut. Weißt du, du bist ein bisschen wie mein Freund Hoagie. Er ist Roadie bei einer Heavy Metal Band. Du hast nicht zufällig die Pläne für eine Superbatterie gesehen, oder? Nee, das glaube ich nicht. Junge, ich wünschte, ich hätte so wenig Gehirn wie du. Pupu-Tentakel übernimmt wahrscheinlich gerade die Welt. Zuerst müssen Hoagie und Laverne zurück sein. Du hast dich nicht verändert. Tja, ich rette dann mal lieber die Welt. Aber. Bin ich eigentlich nur ein HIV? Das HIV möchte ich nicht haben, aber das Alk-Moment. Ja, mal ändern. Nein, jetzt nicht. Wir müssen ein Vorbild für die Kinder sein. Daher kein Alkohol in diesem Stream. Zumindest heute nicht. Gucken wir doch erstmal in den Briefkasten. Ich meine... Er ist leer. Na gut, weißt du nix. Er ist leer. Hey, das ist doch unsere Karre. Naja. Hallöchen, junger Freund. Hi. Fisch. Erschreck mich nie wieder so. Nette Sprechstange. Danke. Glaub nicht, du könntest sie dir leihen. Ich brauch sie selber. War das nicht mal mein Wagen? Was machst du da? Ich hab mich ausgeschlossen. In unserem Auto. Warum öffnest du den Kofferraum, wenn du ausgesperrt bist? Ich hab da Ersatzschlüssel drin. Logisch. Da sind keine Schlüssel im Auto. Um ehrlich zu sein, habe ich sie verloren. Okay. Brechstange.
Ja, ich weiß. Na gut. Bis später. Ja. Moment, an der einen Tür hatten wir doch... Vogelbad. Hallöchen, Vogelbad. Wahrscheinlich baden abends nicht allzu viele Vögel. Vor allen Dingen, wenn es trocken ist, aber... Ich tippe mal so, Tipp. Ich weiß aber, wo Schlüssel sein könnten. Moment. Momentchen mal. Moment. Ist schon offen. So, jetzt du, Mann. Ha. Tada. Ich bin klug. K-L-U-K. Und raus aus der Hütte. Gucken wir mal zu unserem Freund hier. Und ich dachte, Plastikleucht im Dunkeln wäre eine gute Idee. Plastikleucht im Dunkeln? Plastikkotze ist nie... Moment. Das ist einer der wenigen Plätze, an denen Plastikkotze nichts nützt. Na gut. Holen wir mal die Brechstange und brechen irgendwo ein. Nein, nicht bei dem. Moment. Den ich aber nicht trinken werde, Kilian. Wie gesagt, keine Macht im Alkohol. Wie gesagt, alles schick. Ich würde eh versuchen, dass heute... Ich möchte eh, also durchwaschen möchte ich das Spiel nun wirklich nicht, weil es wäre dem Spiel nicht gegönnt. Hier, vielleicht sind das die Schlüssel. Wo? Gib her. Danke, Freund. Welcome back. Behalt die Brechstange. Merki, Chris? Danke, noch unter den Lebenden? Vielleicht dieser. Es muss einer von denen sein. Er ist viel stärker als ich. Na gut. Vielleicht dieser. Damit könnten wir zumindestens... Okay. Moment, die könnten wir doch jetzt... Ich habe Magenprobleme. Benutzt der Kaugummi. Das ist doch genau das, was man sich wünscht. Ey, Kollege, guck mal hier. Magst du wieder ein bisschen vibrieren? Den Ganzkörpervibrator? Batsch. Jem. Tropfnass. Oh, nö. Ich weiß, was wir damit machen. Der wird direkt erstmal gefriergetrocknet. Oh, Tropfnass, lecker. Moment, wo ist denn die Waschküche? Da. Trockner mit Pulli. Da, rein mit dem Ding. Und an die Hütte. Das ist ein Münzapparat. Nun gut. Können wir vielleicht... Ja, hauen wir mal diesen Ose um. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Doch, bin ich dafür. Da bin ich vollkommen dafür, oder? Pieks ihn auf, mach ihn fertig. Diese Gabel könnte nicht mal eine Seifenblase verletzen. Schon gar nicht einen Clown wie Uso. Wie Uso? Plump. Na gut, dann machen wir halt mal die Hütte auf da unten. Zack. Himmel, warum benutze ich nicht einfach das andere Fenster? Weil das so einfach wäre, du Idiot. Also. Da habe ich Nase. Alte Schnarchmütze. Besser nicht. Na gut, wenn du meinst.
hier können wir auch nichts gewinnen. Zumindest kein Blumentopf. Schauen wir uns nochmal die Statue an. Verrückt. Mehr hast du nicht zu sagen, außer verrückt? Na gut. Aber so langsam kommen wir. Ich hab mir überlegen, eigentlich Grenzen dessen, was wir hier machen können. So, gucken wir mal, wo der alte Eddie ist. Mindestens nicht hier. Tudu, Moment. Es ist Dr. Fritz' Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow. Haben wir halt schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe die Pläne. Schnell! Wir müssen sie zu Hogi spülen. Ja, wie ab in die Toilette mit dem Zeug. Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Sie haben sie wirklich weggespült. Ja! Durch die Toilette. Nein! Durch die Zeit. Mit Hilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono-John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred? Können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob die Hieser noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hogi! Komm hier rüber! Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Alter Kumpel. Dr. Fred, wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hogi. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Alter, so viele Uhrs, der hat davon nicht mehr alle... Wenn du meinst, Bernhard... Bei dem TikTok irgendwas nicht mehr richtig, bei so vielen Uhren. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. Und damit fangen wir nämlich mit der zweiten Runde des Spiels an. So, sobald Hogi die Batterie fertig hat, können wir starten. Ich glaube nicht. Wir brauchen immer noch einen Diamanten für den Generator. Und deine Freundin in der Zukunft braucht auch Hilfe, wenn sie denn noch lebt. Noch lebt? Holt mich hier runter! Ich mag Bäume eigentlich, aber dieser hier könnte ruhig verschwinden. Ja, da ist auch noch was zu tun. Aber vorher, Moment, eine Kleinigkeit würde ich noch vorbereiten. Ja, denn wir haben ja mitbekommen, Kaffee mag er nicht so sehr, deswegen... Ich sagte... Kaffee? Danke, das brauchte ich jetzt. Glück, Glück. Muss den Safe öffnen. Muss den Vertrag unterschreiben. Muss es für die Familie tun. Nanü? Ist er denn? Wo ist er hin? Wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten habe ich jetzt noch vorzubereiten. Ah, safe! Nö. Komm. Fred steht im Weg. Ja, dann mach auf. Steht im Weg. Nimm! Vertrag!
Warte. Vertrag! Nimm! Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Okay, so kommen wir nicht weiter. So kommen wir wirklich nicht weiter. Kurz mal überlegen, was... Ich muss halt jetzt gerade überlegen, was ich in die Zeitschüssel geben könnte. Denn, das ist jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt dessen, der jetzt kommt. Ach komm, die 1778 Pony Express, die spüle ich mal weg. Okay, ich hab's weggespült. So, denn so können wir Gegenstände hin und her switchen. Ganz wichtig für den späteren Verlauf des Spiels. Aber ich würde sagen, wir schauen uns erstmal so ein wenig auf dem Klo um. Bäh, das stinkt. Warum? Dann geht er dahin. Oh, Frauen. Da würde ich eher einen Baum benutzen. Kumquat-Baum, dann nimm doch den. Ich will nicht. Kumquats. Lecker. Aber okay. So wie es scheint, will er wirklich da nicht lang. Dann latschen wir. Schon bald wird die ganze Kraft des Himmels mir gehören. Nur mir. Wenn wir nur schlechteres Wetter hätten. Ja, hier sind wir gelandet. In der Zeit, als es darum ging, dass die Amerikaner unabhängig werden. Hi Franklin, alte Hütte. Wenn du glaubst, ich sei jemand zu bewundern, dann warte mal ab. Warum? Hallo. Hi Frankie Boy, alte Hütte. Schon bald bekannt als der Erfinder der Elektrizität. Erfinder vor allen Dingen. Kennst du Red Edison? Er ist auch Wissenschaftler. Red Edison? Ein Wissenschaftler? Er ist nur ein Wirt, der Wissenschaftler spielt. Und er ist in beidem nicht besonders gut. Einen wunderschönen guten Abend. Ich verstehe nicht, Klassbar. Warum Washington und Jefferson sein Lokal zum Schreiben unserer Verfassung gewählt haben. Solltest du nicht sagen, Entdecker der Elektrizität? Ah, ja. Solltest du nicht sagen, der Entdecker der Elektrizität? Du meinst, die ultimative Kraft des Universums liegt unter einem Stein und wartet nur auf mich? Ha! Ich, Ben Franklin, werde die Urkräfte aus dem Himmel herbeibeschwören durch meinen Genius. Du bist verrückt, Ben. Ha! Das haben sie auch über den Mann gesagt, der das Fernglas erfunden hat. Warst du das nicht? Gute Frage. Ich glaube, sie hatten recht. Mindestens. Wie willst du das anstellen mit dem Stromkrams? Mit Hilfe einer meiner neuesten Erfindungen. Bad. Ich nenne sie den Frankocopter. Frankocopter. Das ist ein Drachen, Ben. Die gibt's schon seit Tausenden von Jahren. Oh, sicher als Spielzeuge. Aber dieser ist ein Brief an die Götter. Er lautet: Lieber Thor, nur ein Tropfen deines mächtigen Saftes in die Hand eines Genies wie mir könnte die Welt erleuchten. Ein mächtigen Tropfen des Saftes. Liebe Ben. Hoffentlich hast du es in Schwedisch geschrieben. Oder kamen die Jungs aus Norwegen? Ich habe bildlich gesprochen. In Wahrheit warte ich nur darauf, dass ein Blitz meinen Drachen trifft. Nur kann man es auch bezeichnen. Nein, Klasper, leider nicht. Ich glaube, Chris hätte mich dafür dann gelyncht. Wenn ich jetzt plötzlich gesagt hätte, ach, wir spielen jetzt doch einfach Maniac Mansion. Haha, Trollolol. Ich glaube, da wäre ich morgen geköpft worden. Und noch einen weiteren Schock wird er wohl nicht verkraften. Deswegen heute erstmal, oder deswegen allgemein erstmal... Fehlt da nicht etwas Wesentliches? Genau, der Schlüssel. Der Schlüssel zu Entdeckungen ist Intellekt, mein Junge. Intellekt und Forschung. Nein, etwas wirklich Wichtiges. Du meinst, wie zum Beispiel, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht? Oder wie jetzt? Genau das. Das ist unwissenschaftlich, braucht keinen Intellekt. Also, was willst du wirklich? Ja, klar, Chris. Junge, es ist zu sonnig. Ist da nicht zu viel Sonne für einen Blitz? Shh, ich weiß das. Ich versuche nur ein bisschen weiterzumachen, bis wir einen Sturm bekommen. Der wird definitiv nicht kommen, wenn du so weitermachst.
geh mal lieber einen Schritt zurück. Weiter so. Alles gut. Das war der ganz normale Wahnsinn, wie sonst auch immer. Aber ich würde mal sagen, ich gucke einfach mal weiter, soll der Frankie-Boy mal sein. Wagen? Putzen? Das dreckiger zu machen hilft auch nicht. Er sieht mal nett aus. Er ist total verschmutzt. Oh, lassen wir mal den Wagen sein, ich hab Hunger. Gehen wir mal rein und gucken mal, was das Leckeres zu futtern gibt. Aber vorher... Briefkasten. Irgendwas könnte ja immer drin sein. Und siehe da, wir haben einen Brief. Diese Mama, wie da drin ist. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Moment. Diesen Brief, ich glaube, ich weiß, wofür wir den nutzen können. Moment, Sekündchen. Einmal im Klo runterspülen. Hey Benny, alter Hütte, hau mal den Brief aus hin. Yummy. Ich hab da nämlich so ein Gefühl, ich weiß, wo es hingehen muss. Moment. Zu unserem netten Freund, dem Spaßvogel, Drain. Ich bin ein Versager. Och, Drainy, alte Hütte. Ich hab da was für dich. Guck mal. Post! Fanpost! Hey, hier ist ein Brief für dich. Für mich? Wahrscheinlich noch eine Absage. Na gut. Sie sind brillant. Tolles Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Nun denn, weiter im Text. Denn jetzt haben wir hier eine Schatzpistole. Das Lied von der Fahrstuhl Classic Kassette. Tamara, so als Info. Daher stammt das Lied. Also das ist aus dem Soundtrack von Day of the Tentacle. Hilft mir, sonst kann ich nicht schlafen. Was los, Chris? Das ist vom Soundtrack Day of the Tentacle. Ich habe einfach nur die remasterte Fassung von dem Lied. Aber das hatte ich vorhin. Kriegst du nachher per VOD. Oder für die anderen, die sich jetzt fragen, in dem Fall, hallo YouTube. Und viel Spaß beim Zuschauen. Wenn das dann Chris danach fertig macht, kriegt Chris auf jeden Fall mit. So, jetzt aber ganz wichtig. Der Typ sieht aus wie Benjamin Franklin. Ich sehe überhaupt nichts. Du alte Saftnase. Egal, ich nehme mal eine wunderbare Zigarre. Komm her. Moment. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Ich will eine Zigarre. Ich importiere sie aus den besten kubanischen Munitionsfabriken. Noch eine Zigarre? Oh ja. Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Ja. Bang. Ich verstehe das nicht. Oh, ist so traurig. Tut mir irgendwie leid. Nun gut. Damit haben wir jetzt sogar zwei neue Items bekommen. Einmal den Zigarettenanzünder. Hey, das ist kein Spielzeug. Finde ich schon. Und... Woher das nur kommt. So, nun gut. Das sind Arbeitskleinigkeiten, die wir hier erledigen konnten. Und damit gehen wir zurück zu Hogi, der sich so etwas am Chronojohn vergnügt hat. Er muss eigentlich nur im Klo.
Er streamt Monkey Island. Das entscheidet El Chefo. Ich entscheide doch, Chef. So. Und damit gehen wir jetzt erstmal rein ins Hütchen. Um mal zu schauen, was so die anderen Jupsen Leute. Moment. Mir fiel gerade noch was ein. Watt mehr mitnehmen können. Stoppi, stoppi, stoppi. Da, Toilette. Staubsauger. Damit. Da. Da 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 da. Ich hab doch gesagt, ja. Ich hab doch gesagt, ich kann's machen. Ach Gott. Nun denn, rein durch die... Drück sie auf und rein in die Hütte. Benutze ich will die. Nicht. Ich will nicht. Ich will rein da. Kennen wir die Mumie nicht? Moment. Was denn los? Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Hey, das ist cool. Ich habe etwas für Red Edison. Du bist es nicht, oder? Toller Hut, Mann. Dein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Und hätte er nicht drei Ecken, dann wär er nicht mein Hut. Oh Gott, ich weiß mal schön aus. Der Stuhl oder mein Hut, der hat drei Ecken. Das sieht so piratisch aus, weißt du? Und diesen Schnipsel widme ich Klasper, Helion und Aminachu. Das ist nur für euch. Schon mal den Film The Secret of Monkey Island gesehen? Oh Gott, es wird immer noch besser. Gott, was nehme ich davon? Ah, komm. Wendell Finkwinkel ist schrecklich gut als Guybrush. Schön mit dir zu sprechen. Oh Gott, die schönen Anspielungen. Oh, Halleluja. Ja. Deswegen meinte ich vorhin mit diesen ab 18 Sachen. Hoagie, bleibst du hier? Da, Tür auf, rein. Öffnen, Tür rein. George sleeps hier. Moment. Was passiert, wenn ich das hier? Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Wer bin ich? Ja, mit der Ruhe. Oh, schön. Was haben Sie sich? Ach, Moment. Moment. Sie. Ja. Sekündchen. Nehmen. Aha. Geh da weg. Wie gut, dass ich darin schnell fertig war. Und jetzt hau ab! Die Gründungsväter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Moment, ich muss doch irgendwie... George's Bett? Moment. Kann ich? Kein Problem. Ich hab ja auch Spaß an dem Spiel. Moment, könnte ich doch jetzt... Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Ich find die auch mal so cool. Mr. Washington. Junge, was für eine Unordnung. Das ist so der wunderbare Humor des Spiels, wo ich einfach so... Ah. Meins. Nein, merkt man gar nicht. Oh!
Das sehe ich jetzt gerade erst. Guckt mal. Moment. Ist nicht gespannt, bitte. Der späte Maxe Tax. Oh. Seine Zeit ist abgelaufen. Ein trauriges Ende für so einen Patrioten. Definitiv. Sam und Max. Ich werde nie mehr. Auch das ein uralt... Schulz. Ein Klassiker. Oh, Sam und Max. Ich kann jedem die Reihe nur empfehlen. Ich glaube, meine Click-Adventure... Oh Gott. Chris, nein, du hast nichts gesehen. Wir müssen weitermachen im Spiel. Oh, was ein Klassiker. Ein Träumchen. Ja, ja, die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem, lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Moment. Farbenroter Adler. Der mit einem Totenkopf mit Skorpion im Mund. Sollte ein Hologramm mit drauf sein. Wir brauchen ein... Genau, wir brauchen Mädchen. Weitaus mehr Mädchen in Lederbikini und Breitaxt. Moment. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe da mal die Breitaxt dabei. Ich nehme die Mädchen in Lederbikini und Breitaxt, wenn es gut. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Oh, was für ein Dreck. Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Mache ein Lederbikini und Breitaxt, aber pssst. Ihr habt nichts gehört. Ah, nimm ich mal. Puh, ich habe mich nie für Geschichte interessiert. Glaube ich dir. Geh mal wieder. Ah, schön. Ein Träumchen. Oh. Mal gucken. Auch noch so Klassiker, Spiegel. Oh, der Weinpulle. Alk geht immer. Dies ist ein alkoholfreier Stream. Fiep! Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Bett. Oh, doch nur ein Kaffeefleck. Oh. Hi, nee, Tamara! Da ist Tinte auf dem Laken. Ich hab dich ja gar nicht mitbekommen. Entschuldigung. Ach, ein Traum. Es ist ein Träumchen. Chris? Nein! Chris? Du hattest sprechende Chris, du hattest Ziegen. Aber ich hab was Blödes Besseres. Ich hab Plätze. So. Hi, hi. Pferd. Selber Hi. Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie diesem? Nein, hey, look at my horse heißt hier. Das. Was willst du hier? Ich wohne hier. Was willst du hier? Ich dachte, Pferde könnten nicht sprechen. Vielleicht wollten sie auch nur nie mit dir reden. Schon mal daran gedacht? Du meinst, die Pferde haben mich mein Leben lang reingelegt? Wenn du es so formulieren willst. Ja. Nette Zähne. Danke.
Ich habe auch viel dafür gezahlt. Weil Scheide. Habe ich schon erwähnt, dass deine Zähne toll aussehen? Danke auch. Ist das eine Art Trick? Keine Magie. Ich bin nur ein Pferd. Naja. Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Die Zukunft, ja? Naja. Und ich dachte, Franklin wäre verrückt. Außen steht mein Auto, es heißt ein DeLorean. Ich muss gehen. Bis später. Traum. Träumchen. Muss ich mal kurz gucken. Sekündchen. Ich muss jetzt gerade nur gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Alter! Daukopf! Okay, wir haben noch ein paar Minütchen. Wer das Pferd hat 21 Gigawatt? Nein, es hat einen Fluxkompensator auf seinem Rücken. Und wenn es loslegt mit Galoppieren, dann... So funktioniert das. 21 Gigawatt? Junge, das ist ein Furz. Ja, den Fluxkompensator auf den Rücken. Gut. Ach, Nanü? Moment. Rede mit... Schade. Schade! Oh, Chris. Die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Wem kann's einfach übel? Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Dachte ich mir. Halt still, Jet. So, ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant? Oder das Model? Ja, genau. Ja, das will bestimmt jeder sehen, vor allem für die heißen Schnitte, ja, Junge, ja. Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? Nein, das solltest du ganz bestimmt nicht. Ah, schade, Junge. Bei deiner Figur hätten wir Probleme, außer wenn wir zwei Marmorblöcke zusammensetzen würden, aber dann hätte dein Abbild einen Sprung. Macht nix, den hab ich eh. Rufen Sie uns nicht an. Wir rufen Sie an. Hier können wir eh noch nichts machen. Aber... Ich bin der Lieferant. Kann ich hier abladen? Zurzeit haben wir ausreichend Medium. Daher danke. Nein. Ich hab auch Large. Genau! Das ist nicht Medium. Das ist das extra starke Zeug. Verschwinde bitte. Wir Künstler reagieren sehr sensibel auf Leute wie dich. Welche Art? Welche Art Leute? Dumme. Fette, dumme Leute. Bin kein Marmorhändler, aber hartes Zeug ist mein Leben. Faszinierend. Ich bin sicher, das ist da, wo du herkommst, mächtig witzig. Wo genau kommst du her? Och Gott. Aus der Zukunft. Aus der Zukunft. Klingt das nicht gruselig? Hui, buh, die Zukunft. Ich komme aus der Zukunft. Aufgepasst. Er hat Spaß. Es wäre so schön, wenn du nicht mehr hier wärst. Na gut. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört.
Ja. Zu spät. Danke für das nette Gespräch, ihr zwei Knalltüten. Ich wünsche mal was. Tschüss, Kowski. Unterdessen. Wie wäre es mit einer Bestimmung, dass der Präsident ein Mensch sein muss? Bitte, wir versuchen ernsthaft zu sein. Okay, hast ja recht. Das, was wir jetzt gerade gehört haben, das sind so kleine Anspielungen dessen, wie hätte man den ganzen Wahnsinn verhindern können. Ich meine, wenn man mal so überlegt, es gibt ja viele verschiedene Katzen. Na, ich glaube, hier wollten wir noch nicht sein. Es gibt ja so viele verschiedene Sachen, die unsere, dass die amerikanischen Gründerväter da in ihren Wahnsinn reingeschrieben haben. Und vieles von dem Zeug, was jetzt abgelehnt wird, hätte eigentlich das Ganze verhindern können. Warum? Matt, lass aufmachen. Seht ihr am besten. Ich glaube, Hancock friert ein bisschen. Sekündchen. Das ist mein Alarm. Das ist meine normale Alarmeinheit. Warum ich das jetzt mache? Der Gag kommt jetzt. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Beim nächsten Mal mute ich einfach. Das war jetzt gerade mein Fehler. Ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Klang wie Soundtrack. Ich dachte nach, ob wir nicht in die Vorschlagbox kommen sollen. Meint ihr nicht auch? Sicher, George. So in etwa? Wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh, hier ist ein Vorschlag. Da steht, George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Schnüdelidödelidö. Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja. Es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Ja. Niemand? Nö. Gut. So sei es Gesetz. Jeder ist ein Staubsauger im Keller. Das ist ein Staubsauger. Yay! You suck! Ja, dann würde ich mal sagen wir einfach den netten Herren von der Blockadeeinheit mal Hallöchen, Popöchen. Ein Georgie Boy, alte Hütte! Kommt mir irgendwie bekannt vor. Dezent. Also, altes Entschuldigung. Haus. Entschuldigung. Ja? Boah, du siehst aus wie George Washington. Laut Mrs. Washington sogar ziemlich. Weiß Mrs. Washington, dass du so viel Make-up trägst? Man muss Make-up tragen, wenn man so oft in den Medien ist wie ich. Es ist ziemlich sicher, dass ich bald Präsident bin. Was meinst du? Soll ich der Ökologie- oder der Bildungspräsident werden? Keine Ahnung. Hängt davon ab, wie viel Kirschbäume du gefällt hast. Nun, ich bin in der Tat der Holzfäller. Man erzählt sich immer noch von meinen Heldentaten. Ich bin auch Holzfäller. Ich hab sogar eine kleine Axt. Oh.
Würdest du es mir mal demonstrieren? Würdest du es mir mal demonstrieren? Warum sollte ich? Hast du wirklich Holzzähne? Ja, ich benutze künstliche Zähne. Ich finde sie besser als die ordinäre Emaille-Version. Was sie damals noch zwar noch nicht kannten, aber na gut. Es war kein Kirschbaum, es war eine Eiche. Oh Gott. Eigentlich müsste man echt diesen Dialog als Quote setzen. Naja, aber zum Thema Eichenzähne. Hast du keine Probleme mit Holzsplittern? Ich war im Krieg, Junge. Niemand, der den Donner der Musketen gehört hat, den Geruch von Schwefel nach einem Kanonenschuss gerochen und die Angst in den Herzen seiner Kameraden gespürt hat, würde sich von etwas so Kleinem wie einem... Oh, verdammt! Naja, Termiten bei Zähnen? Also Holzzähnen? Wobei... Warte, ich hab Hunger. Den kleinen Snack zwischendurch. Keine Angst vor Termiten? Kaum. Super, womit putzt du sie denn? Ich benutze eine Zahnbürste, wie jeder andere auch. Und Holzpolitur natürlich. Was? Spechte? Schmeckt das nicht schrecklich? Nicht, wenn man sie vorher rausnimmt. Wo kann man die bekommen? Ich soll jetzt nicht trinken. Sie sind ziemlich teuer. Meine wurden für mich von meinem Freund Paul Rivere gemacht. Paul Rivere. Oh ja. Ist er nicht nackt auf einem Pferd durch die Stadt geritten? Ich glaube, da verwechselst du etwas. Gute Möbel fuhr dich so zum Gurgeln, genau. Ich muss mal gucken, ob ich nochmal auf den Specht komme. Die Zukunft unserer Nation wird von einem purpurnen Tentakel. Naja. Diese Toilette? Diese Toiletten? Nein, nein. Ich bewundere nur mein Spiegelbild im Fenster. Schön, nicht? Alter Ego-Trip, du. Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Am Sinieren über die großen Wahrheiten, hm? Nun? Schade. Ich glaube, ich sehe mir mal ein paar Bäume an. Ah, schade. Na gut. Hi, Jeffy, alte Hütte. Was macht denn so... Ja. Hau mal rein. Hey, großer, langer Mann. Mein Name ist Hoagie. Sehr interessant. Ich bin selbstverständlich Thomas Jefferson, berühmter Gelehrter, Musiker, Reiter, Student der Wissenschaften, Mitglied der Bar. Oh, sicher. Ich hab von dir gehört. Ich meine, hey, selbst in Harry Potter wird runter gespült. Einen wunderschönen guten Abend, Ryan. Danke, dass du Ryan schaust. Wir sind gerade im Amerika des späten 17. Jahrhunderts und sorgen gerade dafür, dass unsere Toilette mehr Saft bekommt, dass wir mal so richtig schön einen abseilen können. Doch vorher fragen wir unseren lieben Tommy, was in dieser schmucken Stahlschatulle ist. Was ist da drin, Tommy? Thomas, mein Name ist Thomas und dies, mein Freund, ist eine Zeitkapsel. Gefüllt mit Erinnerungen an unsere Zeit, um später entdeckt zu werden. Läuft. Aha. Sagte ich schon, dass du da tolle Sachen trägst? Nun ja, ich studierte in Virginia Mode und Design mit dem Hauptfach Kragentheorie. Oh Gott. Ich war Kapitän der Hochschul-Halstuchmannschaft. Das ist wirklich imponierend, Tom. Thomas. Das schwarze Loch. Ja, das wird am besten. Ich liebe deine Arbeit über die Unabhängigkeitserklärung. Ach. Klamottenerklärung. Was hat dir am meisten gefallen? Unabhängigkeitserklärung. Hm. Unverkleidet seine Erklärung, wo er war. Machen die S, die aussehen wie F.
Und halt über den Klerus. Ich mochte den. Oh ja, für mich als Össi muss ich sagen, ich mochte den. Wir sind das Volk. Teil. Ich mochte den Wir sind das Volk Teil. Das steht nicht in der Erklärung. Moment, das ist nicht schlecht. Das könnten wir brauchen. Was macht ihr Jungs hier drin? Wir schreiben die Verfassung für die Vereinigten Staaten. Die da vorne? Genau. Jetzt, wo unser Anführer uns mit seiner brillanten Staubsauger-Idee inspiriert hat, geht es richtig los. Was ist ein Staubsauger? Tatsächlich haben wir gerade Ozeloten das Wahlrecht gegeben. Ich hoffe, du hast einen guten Herausgeber. Ozelots. Das Wichtigste im Leben sind Ozelots. Yo, was macht eigentlich die Zeitkapsel, alte Hütte? Und, wie geht's der Zeitkapsel? Tut mir leid, es zuzugeben, aber außer meinem Holzblock haben wir nichts anderes. Ja, mach mal Feuer. Bis später dann. Was? Was passiert später? Später ist die Zeit vergangen und da wurde aus später dann halt heute. Hier hast du Wein. Danke, das ist genau das, was ich für die Zeitkapsel brauche. Ich vergrab sie heute Nacht, dann ist sie für Jahrhunderte sicher. Zukünftige Generationen stehen in deiner Schuld. Ich wusste nicht mal, dass das klappt, aber... Hui. Was er sagt. Hui. Hi, Hancock. Du siehst aus, als wenn dir etwas kalt wäre. Muss einen schlechten Kreislauf haben. Ja, ja. Jupp. Hallo? Was ist los? Kalt? Kalt? Ich friere. Gute Nacht, Fallen. Einen wunderschönen Abend dir. Ey, Junge, warum trinkst du keinen Kaffee? Warum trinkt ihr keinen heißen Kaffee? Ich hasse Kaffee. Er macht mich ganz nervös und dann werde ich ganz zappelig. Ich wüsste nicht, wie ich mich dir vorstellen würde, wenn du zappelig wärst, alter Henki. Junge! Schon mal Entkoffinierten versucht? Ich spreche von Entkoffeinierten. Oh. Dann möchte ich nicht wissen, wie er abgeht, wenn er richtigen Kaffee trinkt. Oh. Wobei mir da noch eine Frage offen ist. Also. Solltet ihr Jungs nicht arbeiten, statt nur rumzusitzen? Schau, wir haben schwer zu tun. Wir können uns das schließlich nicht einfach so aus dem Kopf saugen. Wir müssen darüber nachdenken. Worüber denkt ihr gerade nach? Etwas äußerst Wichtiges. Ozelots das Wahlrecht zu geben. Thomas. Können wir einen Artikel reinbringen, dass die Regierung jeden mit Wollpullis versorgen muss? Oh, bitte. Kannst du nicht mit dem Jammern aufhören? Wärst du mit Washington in Valley Forge gewesen, dann? Ja, schon gut. Siehst du, womit ich klarkommen muss? Ja, Peanuts. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Ich weiß, was Jefferson dann den ganzen Abend immer singt, wenn er mit seinem Holzblock da ist. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Ich liebe mein Holz, denn es ist mein Freund. Du meinst, es ist eine Art Wachstumssymbol oder so etwas? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Mindestens. Jo. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Ups. Warum unterschreibst du so groß? Astigmatismus. Meinst du, hast einen Kindheitskomplex? Du meinst, du hast einen Kindheitskomplex? Okay, die Wahrheit ist, dass mir mal ein Freund sagte, Frauen würden auf Männer mit großer Unterschrift stehen. Ich muss gehen. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen könnte. Gehen. Mal kurz aufs Öhrchen, Papürchen. Aufnahmezeit, ja, paar Minütchen noch. Aber keine 5 Stunden wie jetzt die letzten Tage jedes Mal. Denn wir haben ja noch ein bisschen Öl. Lecker, lecker. Spaghetti können wir auch machen. Wunderbar.
aber wir haben keinen. Tür? Eimer? Moment. Müssen wir jetzt echt Putze spielen? Moment. Eimer? Wasser. Ein einziger Tropfen reicht, um den Eimer zu füllen. Seife da rein? Das Wasser ist jetzt seifig. Jo, läuft. Lalala. Jo. Ja, mach ich ja noch. Geschlossen. Gleich nicht mehr. Geh rein da. Ach, gucke mal, einer Schü. Wer ist denn die Knalltüte? Moment, erstmal Linkshänderhammer. Danke. Du weißt, dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? You don't say. Ich habe ihn erfunden. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Ach ja. Hallo, mein Sohn heißt ach ja. Und einen wunderschönen guten Abend, Nenza. Dann gucke mir erstmal ein schwarzes Brett. Junge, lass gucken. Voll mit Plänen und Müll. Okay. Hi Red Edison, alte Gurke. Wir haben hier einen Plan aus von deinem Kollegen Ed aus der Zukunft. Kannst du uns mal sagen, was wir damit anfangen können? Superbatterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Öl kann ich dir geben, hier. Ah, also Ölipus. Exzellent. Das brauche ich für meine Superbatterie. Jo, das finde ich schon eine gute Sache. Mama. Hey. Ready. Was gibt's? Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses. Vielleicht hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Nö. Oder vielleicht auch nicht. Sag mal. Kennst du Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten. Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. Was ich aber auch mich die ganze Zeit noch frage ist. Was machst du da? Ich arbeite an einer neuen Superbatterie mit einer wahnsinnigen Speicherkapazität. Na gut. Das so ist. Ich latsch dann mal ein bisschen rum. Tja, dann lauf aber nicht über etwas Zerbrechliches auf dem Weg nach draußen. Du meinst so wie dein Haus, weißt schon einmal angestürzt, krack. Unterdessen? Vielleicht sollten wir eine Regel hinzufügen, dass man kein Abwasser ins Wasser einleiten darf. Wer würde so etwas denn überhaupt machen? Okay, hast ja recht. Ich weiß nicht, wie die auf solche Ideen kommen, aber wird ihnen sowas nie passieren. Nun denn, warte mal, wo war denn unsere zwei Freunde der... Nö, die sollen mal schön ihre Flagge nähen, ich glaube. Nö, da war unser Pinguin-Freund. Ich hab einen Hammer. Oder für dich. Oh nein. Ich hab's verlernt. Oh. Willst ein Taschentuch? Oh, wo ist nur die Muse hin, die einst meine Hand so künstlerisch führte? Muss die Inspiration so flüchtig sein? Kunst so grausam? Ich bin ein Versager. Sag das nicht nett. Vater hatte recht. Wir Edison sind Wissenschaftler, keine Künstler. Lieber Bruder, wir müssen stark sein in diesen Zeiten der Missgeschicke. Warum lässt du mich nicht einfach mal eine Weile hämmern? Ich räume diesen Müll weg und fange neu an. Du ruhst dich aus. Trinkst einen Cappuccino.
Genau, trink ein Cappuccino. Ich bin froh, dass wir getauscht haben. Ich glaube, das könnte etwas werden. Moment, aber wenn das schon mal so ist, dann haben wir schon mal einen guten Weg, um... Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal auf den Sprung hoch zu unserer lieben, wunderschönen, zuckersüßen jungen Dame hier. Einen wunderschönen guten Tag, Schwester Edna. Und auf Wiedersehen, Schwester Edna. Alle, schwupps. Wie sagt man so schön? Wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alte Damen die Treppe runterschmeißen. Und wie war das vorhin? Bernhard wird eigentlich nur von einem sadistischen, perversen Puppenspieler gesteuert. Oh. Nun gut, machen wir erstmal weiter im Thema. Denn... Okay, ich merke schon, wir kommen hier... Es ist kein Band im Gerät. Vielleicht können wir das aber ein bisschen... Es ist kein Band im Gerät. Es ist kein Band im Gerät. Können wir... Moment. Es ist kein Band im Gerät. Boah. Ernsthaft? Es scheitert am Band im Gerät? Mich jetzt gerade mal interessieren würde, wie sieht das jetzt hier eigentlich aus? Ach, da haben sie jetzt noch ein Quietschen mit drin. Na gut. Also, um es anders zu sagen, wir können nichts machen, solange kein Videorekorder drin ist. Igitt, er saugt Staubflocken an, wenn er einatmet. Oh, stimmt, das können wir ja alles beobachten. Die Frage, wo kriegt man ein Videoband her? Es ist kein Band im Gerät. Es ist kein Band ja, im Gerät. Ja, wissen wir jetzt. Na gut. Das heißt, wir haben einen Schritt geschafft, müssen aber noch einen weiteren schaffen. Ist. Müßig nähert sich das Eichhörnchen. Nun gut, Hoagie, du kriegst mal meinen Kram. Moment. Ich glaube, ich weiß, aber ich habe da eine Idee. Ich habe da gerade doch eine gute Idee. Georgie ist doch ein Zigarettenfreund. Einmal. Och, sag nicht, wir können das nur einzeln. Okay, wir können es nur einzeln. Na gut. Ich habe da nämlich gerade eine Idee, die vielleicht uns ein wenig weitergeht. Ich glaube, wir sollten die Putze gleich nochmal überfallen. Vielleicht hat die einen Schwamm für uns. Komm, einmal vor die Tür. So. Explodierende Zigarette. Ne, Zigarre, Entschuldigung. Da. Dann haben wir jetzt im Inventar eine explodierende Zigarre. Juhu! Und als nächstes. Der Anzünder. Ganz wichtig.
keine Sorge, Chris. Ich gucke, dass wir das Ganze zeitnah und relativ strack durchbekommen. Aber definitiv nicht mehr heute. Aus dem einfachen Grund, ich merke mir so langsam die Augen zufallen. Aber bevor wir das machen, werden wir noch einen kleinen Gag, wenn es geht, zünden. Hi Georgie, alte Socke. Ja. Entschuldigung. Ja? Mr. President, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Haben Sie denn auch Feuer? Na klar. Nun, wenn es so ist. Moment. 3, 2, 1 und? Passiert ja gar nichts. Mist! Ich hasse so etwas. Sieh zu, dass du sie für mich finden kannst, okay? Danke. Was zur Hölle ist denn da passiert? Natürlich, ich finden wir gerne für dich. Ich glaube, die sind weg. Ups. Nö, die sind weg. Hoppala. Boing. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was das Putzen da ist. Natürlich. Pump. Das ist von einem Bett blockiert. Oh, Menu, dann mach das auf. Das ist schon auf. Na dann, rein da. Ah! Ganz wichtig. Hi, Miezi! Hoppla. Hoppla. Können wir die Katze nicht irgendwie anders ablenken? Mit einem Dosenöffner zum Beispiel? Bett. Was? Regeln? Was für Regeln? Ich bin verwirrt. Chris, du hast es geschafft. Ich bin verwirrt. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache aus vor lauter Verwirrung, die ich jetzt habe. Gehe ich jetzt zurück zum Chronotron? Mach aus dem Kumquatbaum einen Kirschbaum. Warum? Weil ich kann. So. Das ist jetzt ein Kirschbaum. Mit dem ich jetzt aber auch sagen muss, wir hören da jetzt auf für heute. So leid es mir tut, aber jetzt ist dann doch hier langsam aber sicher Schlafenszeit. Das war's mit mir. Day of the Tentacle. Nächste Woche geht's auf jeden Fall weiter und da schauen wir einfach mal, ob wir den guten alten George Washington dazu bringen können, dass er sein Bestes zeigt, indem er diesen jetzt Kirschbaum umholzt. Und er ist keine Eiche mehr, lieber Chris. Also du kannst getrost hinschauen. Und an alle anderen im Stream. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und genau, Nacht, Bro. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schaut. Moment, ich muss mal ganz kurz den Ton im Hintergrund ausmachen. Ihr hört es ja nicht mehr. Aber Hoki rülpst mir gerade volle Kanne ins Mikrofon. Deswegen muss ich einmal kurz ausschalten. Und ja, morgen geht's weiter mit dem guten Chris. Der spielt Final Fantasy X und hoffentlich geht das Ganze auch gut. Genauso wie Tamara, die danach genau mit Final Fantasy XV noch einen drauflegt. Und ja, zu guter Letzt geht's mit mir. Ich gucke gerade nur schon mal die Promo für morgen. Genau, die klappt auch schon mal. Klickt auch wieder auf Video-2-Unterhaltung. Genau. Ja, Chris und Tamara spielen beides, habe ich schon gesagt, Toki. Ich mache mich jetzt ins Bett, wenn ihr mich sehen möchtet. Ich bin am Dienstag mit
dem womöglich letzten Teil von Digimon Story Cyberschleuz. Da, ja, Chris streamt wieder. Er ist mit Tamara einer der Hauptstreamer. Wie gehört der Kanal? Ich bin nur, Inventar. Dort rechts ein Abo-Button, ihr kennt ja schon. Kann jemand bitte mal Chris einen Biber rausgeben? Auf jeden Fall, einen wunderschönen Abend noch. Natürlich, wenn ihr was verpasst habt, einfach mal auf YouTube ins VOD reinklicken. Haben wir auch andere Projekte, macht sehr viel Spaß. Und ja, wenn ihr Spaß dran habt an Chris ärgern oder euch dafür zu rächen, wenn er euch auf den Keks geht, morgen ab 18 Uhr habt ihr die Möglichkeit bei Final Fantasy X. Wie gesagt, mein Name ist Myhawk, ich hab euch sehr, 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 sehr lieb. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch dass ihr so viel da wart. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Jetzt kommt noch ein bisschen Musik. Ich bin raus. Ciao.